Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pico 4 News Video. Wie gestern bereits erwähnt, konnte ich nicht alle News gestern vorstellen, deshalb heute das separate Video. Und zwar haut Pico jetzt in der nahen Zukunft ein paar Gewinnspiele und Kampagnen raus und die möchte ich gerne mal mit euch ein bisschen durchgehen. Jetzt nicht wirklich mega ins Detail, sondern nur mal kurz durchgehen, wie nehme ich teil, was kann man gewinnen und ja, was sind das für Kampagnen? Es sind 4 Stück an der Zahl und zwar gibt es einmal die Sommerkampagne, dann die Discord Play Session Kampagne. Es gibt jetzt ein Pico 4 Discord und da gibt es Play Sessions, wo man dran teilnehmen kann, wo man mit anderen Leuten miteinander spielen kann. Man kann auch dann schauen, da wird jetzt Demio gespielt, da wird Breachers gespielt, da hätte ich gerne Bock drauf. Und so findet man auch Leute, mit denen man dann spielen kann. Man kann sich vorab auch über Discord dann austauschen. Und da gibt es jetzt einen separaten Discord. Den Link dazu haue ich unten in die Beschreibung rein. Gerne mal auch joinen. Ich bin da auch vertreten. Ja, da gibt es eine Kampagne zu. Dann wird es einen Forum Game Review Contest geben. Also, wenn ihr Reviews in diesem Forum reinschreibt, könnt ihr dann was gewinnen. Da gehen wir mal kurz drauf ein. Und dann gibt es ein Indes Unchained Contest oder ein Tournament. Und ja, da wird es in den nächsten Tagen auch ein Video von mir geben, ein Gameplay-Video von Indes mit der Pico 4. Und ich habe dann auch einen Key zu verlosen für die Pico 4, also ein Indes Unchained Pico 4 Key. Und dann definitiv auf meinem Kanal mal draufbleiben. Ja, abonnieren sowieso, ne? Definitiv, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann könnt ihr die Tage mal reinschauen bei Indes Unchained. Und dann wird es dann eine Verlosung zu geben. Und das dazu. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die Vorstellung der einzelnen Gewinnspiele und Kampagnen. Dann sind wir bei der ersten Kampagne, die Sommerkampagne. Und die startet am 7.7. und geht bis zum 23.7. Und zwar muss man dann im Store immer verschiedene Sachen erfüllen, um Punkte zu sammeln. Das nennt man Muscheln. Und mit diesen Muscheln kann man dann am Glücksrad eine Drehung machen. Man braucht immer 5 Muscheln für einen Spin, also für eine Drehung. Und der erste Spin ist ein garantierter Gewinn und man hält einen zusätzlichen Spin gratis dazu. Und insgesamt in dieser Zeit soll es, wenn man alle Muscheln sammelt, wird es 21 Versuche für die Nutzer geben. Und man kann diese Sachen auch erledigen in der VR-Brille oder aber auch in der mobilen App. Und gehen wir mal ganz kurz durch die 6 Aufgaben, die dann so täglich zu absolvieren sind. Das ist einmal die Kampagnen-Landingpage besuchen. Also ich gehe dann in die App oder in die VR-Welt und da wird es dann so eine Kampagnenseite geben. Ja, da einfach mal dann draufklicken und schon ist man drin, kriegt man eine Muschel gratis dazu. Dann gibt es das Durchsuchen von Empfehlungen. Es wird ja immer in der Pico-App werden Apps empfohlen. Und wenn ich da einfach mal ein bisschen durchforste, dann kriege ich auch schon mal einen Punkt. Und dann, wenn ich die Suchfunktion einfach nutze, ich gebe jetzt einfach ein Spiel ein, Breachers, und dann kriege ich auch schon mal einen Pluspunkt, eine Muschel dazu. Und dann, wenn ich Apps auf den Wunschzettel hinzufüge, dann kriege ich eine Muschel dazu. Dann haben wir einmal das Coupon Center. Wenn ich das durchsuche, dann kriege ich wieder einen Pluspunkt. Und wenn ich, das geht aber nur in der mobilen App, einen Kommentar hinterlasse, dann kriege ich auch einen zusätzlichen Punkt. Und diese Punkte kann ich dann wieder am Glücksrad benutzen, um einmal zu drehen. Preise kann man gewinnen, 10% Gutscheine, 20% Gutscheine und 25% Gutscheine. Alle 3 Gutscheine haben dabei keinen Mindesteinkaufswert. Das heißt, ist egal, wie viel diese App dann kostet, die ich mir aussuche, 25%, 20 oder 10 werden davon dann halt abgezogen. Und der Hauptpreis, das ist der Knaller, ist ein Gutschein, der jeden Preis auf 5 Cent drückt. Also das ist mal Hammer, das ist aber limitiert. Also 10 pro Tag und 100 insgesamt. Kann aber noch ein bisschen variieren, da sind sie sich noch gar nicht so ganz sicher, aber das ist echt cool. Also wenn man so einen Gutschein dann gewinnt, dann
kann man sich fast schon umsonst so eine App dann holen. Und die Gewinnchancen liegen bei etwas über 25%, kann aber auch noch so ein bisschen variieren. Ja, also ich finde diese Kampagne ganz cool. Man lernt dadurch auch die App ein bisschen mehr kennen, wird quasi gezwungen, weil man ja gewinnen möchte, die App ein bisschen mehr zu durchforsten. Und ich finde das gar nicht schlecht. Vom 7.7. bis zum 23.7. die Sommerkampagne. Kommen wir zur nächsten Kampagne. Ja, kommen wir zur Discord Play Session Kampagne und die startet am 7.7. und geht bis zum 28.7. Und ja, wie ich schon eben erwähnt, dafür müsst ihr auf den Discord-Server von Pico Gaming Launch heißt dieser Discord. Und ja, der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und ja, ein cooler Discord, finde ich, haben sie alles richtig gemacht. Und so sollte natürlich jetzt auch belebt werden. Und zwar, wenn man an Playstations teilnimmt und die können von Spielern ja, kreiert werden, diese Playstations, von Pico-Mitarbeitern, aber wie gesagt, von uns normalen Usern auch. Und wenn man daran teilnimmt, ja, kriegt man dann Coupons und eine Playstation sind 20% Gutschein. Wenn man dann 3 Playstations gemacht hat, kriegt man nochmal einen 25% Gutschein. Und bei 5 Playstations, die man mitgemacht hat, kriegt man 30% Gutschein. Und das ist echt nicht schlecht. Und ja, da gibt's einen Bot, wo man das dann alles machen kann. Und ja, wer da Probleme hat, kann da gerne auch in Discord fragen. Die sind alle sehr nett. Es gibt auch eine deutsche Abteilung. Es gibt aber auch einen General Chat, wo auch englischsprachige Leute sind, wo man dann auch schreiben kann. Und ja, auch wieder bis zu 30% Coupon. Das ist echt toll. Und ja, soll halt auch dazu animieren, dass man mehr Multiplayer- und PvP-Sessions macht und ja, Co-op-Games natürlich. Also definitiv mitmachen ist ein cooler Discord. Und ja, wer Fragen irgendwie zu Discord hat oder so, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder aber auch in die Facebook-Gruppe kommen und so weiter und so fort. Ja, kommen wir zur nächsten Kampagne. Dann kommen wir zum Forum Game Review Contest. Der startet am 6.7. bis zum 16.7. Und ja, wie funktioniert das Ganze? Also wir müssen einen ausführlichen Spieleartikel über eine App schreiben mit mindestens 300 Wörtern. Und ja, man kann eigene Screenshots einfügen und Recordings, also Videoaufnahmen. Es muss aber auf Englisch verfasst werden, das Ganze. Also da reicht leider nicht Deutsch, sondern ihr müsst es auf Englisch machen. Wer ein bisschen Probleme damit hat, ich kann euch DeepL empfehlen, also DEEPL. Und ja, eine super App. Damit sollte das eigentlich jeder hinkriegen. Und ja, erst dann ist auch die Teilnahme gültig. Und es gibt gleich ein Beispiel, das zeige ich euch gleich mal, da gehen wir gleich mal drauf ein. Und ja, es werden insgesamt die Top 9 Artikel als Gewinner erkoren. Dabei gewinnt jeder von den 9 Teilnehmern 2 Gratis-Keys seiner Wahl. Also das ist echt cool, also da kann ich mir egal was aussuchen. Und die Top 9, die basieren auf den Views, den Likes und Kommentaren. Also wer da am meisten hat, der kommt dann halt höher, kriegt dafür halt Punkte, sage ich einfach mal. Und unter diesen 9 wird dann nochmal eine Community-Wahl im Discord stattfinden. Also da können dann die Leute entscheiden, wer da das beste Review geschrieben hat. Und dann gibt es nochmal zusätzlich 3 weitere Gratis-Keys. Der erste kriegt 3 weitere Gratis-Keys und der zweite und dritte, der erhält noch einen zusätzlichen Gratis-Key. Also echt cool. Und somit kann der beste Autor 5 Gratis-Keys Games gewinnen und das ist natürlich cool und soll natürlich auch zum ja, zur Review-Teilnahme ja, euch führen, sage ich einfach mal. Ich habe selber immer echt ein Zeitproblem. Man muss dafür Zeit haben, wenn man es vernünftig machen möchte, muss man da Zeit für finden und ist auch sehr aufwendig. Aber wenn man so an Gratis-Games kommt, sollte man da definitiv mal überlegen, ob man da nicht dran teilnehmen soll. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Homepage und zum Beispielartikel. Hier sind wir im Forum und bei dem Beispielartikel, den Link dazu werde ich euch unten in die Beschreibung packen. Ihr könnt aber das Forum auch erreichen über die App. Da gibt es dann auch einen Link zu und da könnt ihr dann ja auch auf das Forum zugreifen. Und ja, hier hat dann jemand, ich vermute mal über Pico,
hat dann ein Review geschrieben, so könnte es aussehen. Also man kann halt was dazu schreiben, man kann dann Bilder einfügen und auch Videos. Ich weiß jetzt nicht, ob im Beispielartikel dann ein Video dabei ist, aber das soll wohl auch gehen. Und dafür kriegt man Views, dafür kriegt man Likes und ich könnte jetzt auch was kommentieren und dafür kriegt ihr halt Punkte und desto mehr Punkte ihr habt, desto höher kommt ihr im Ranglisten, in der Rangliste und wenn ihr unter den Top 9 sind, dann nehmt ihr halt, wie eben erwähnt, am Gewinnspiel teil oder ihr habt dann halt was gewonnen und coole Sache, finde ich, und das war es eigentlich zu diesem Thema und dann kommen wir zum Indes Unchained Tournament. Ja, das Indes Unchained Tournament, das startet am 11.07. und geht bis zum 21.07. Und ihr könnt hier Legend Points gewinnen, Free Game Keys und 50% Coupon. Und da sind drei Plätze, also man muss einen der drei Plätze belegen. Und um da dran teilzunehmen, geht ihr einfach in diesen Turniermodus über das Sanctuary, also unser Startbildschirm, sage ich einfach mal. Und dann kann man daran so oft teilnehmen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch in Indes wohnen, wenn ihr wollt, und könnt da permanent spielen, bis ihr genug Punkte habt und dann Platz 1 bis 3 belegt. Und dann könnt ihr gewinnen. Platz 1 erhält 2 Keys, Platz 2 ein Key und Platz 3 erhält dann einen 50% Pico-Rabatt-Coupon. Und auch wieder eine richtig coole Aktion. Und wie eben schon erwähnt, auf meinem Kanal wird es Indes Gameplay noch geben und dazu wird es dann auch nochmal eine Gewinnchance für euch geben für Indes Unchained, für die Pico 4. Also definitiv dann auf meinem Kanal mal dranbleiben und mal schauen, wann das Indes Video kommt und daran werde ich dann auch das Gewinnspiel einbauen. Ja Leute, das waren die vier Kampagnen, sage ich einfach mal, oder Gewinnspiele. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Coole Aktion von Pico, also da können sich einige was von abschneiden, meiner Meinung nach. Und ich würde an eurer Stelle, wenn ihr da Zeit habt, nehmt da überall dran teil, desto mehr Spiele könnt ihr gewinnen. Und ich finde das eine richtig coole Aktion. Und ich wünsche euch natürlich dann auch viel, viel Glück dabei bei den Gewinnspielen, bei den Kampagnen. Und am einfachsten habt ihr es halt bei der Discord PlayStation. Da nehmt ihr einfach an ein paar PlayStations teil und schon seid ihr bei den Gewinnern dabei und habt ein paar Rabattcoupons gewonnen. Ja, Leute, ich bedanke mich erstmal bei euch für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Tut euch nicht weh, kostet nichts und hilft mir aber weiter, meinen Kanal weiter auszubauen und mehr Reichweite zu bekommen. Und ich investiere sehr viel Zeit hier in diesen Kanal und ich hoffe natürlich, dass der weiter wächst und gedeiht. Von daher bin ich natürlich auf eure Hilfe angewiesen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.